Hallo Welt! Willkommen bei der Einführung in KI-Kunst mit Disco Diffusion. Ich bin NS und ich werde dir heute zeigen, wie du KI-Kunst ganz leicht selber erzeugen kannst. Dafür brauchst du keinen besonderen Rechner, du kannst im Grunde nach diesem Video direkt durchstarten. Ich habe eine kleine Agenda zusammengestellt. Was erwartet dich überhaupt in diesem Kurs? Am Anfang werde ich ein wenig was über KI-Kunst erzählen. Was ist das überhaupt? Wir werden uns gemeinsam die Anwendung Disco Diffusion anschauen. Das ist die Anwendung, mit der wir die KI-Kunst erzeugen können. Du wirst lernen, Schritt für Schritt, wie du diese KI-Kunst erzeugen kannst. Und im letzten Teil erwartet dich ein kleiner Ausblick. Was ist noch möglich? Lass uns direkt mit dem ersten Thema anfangen. KI-Kunst. Was ist das überhaupt? Das ist so ein breit gefasster Begriff. Es gibt eigentlich keine richtige Definition davon. Und ich würde sagen, das ist, wenn verschiedene Eingabeparameter und Modelle zusammenkommen und daraus eine kreative Ausgabe erzeugt wird, dann entsteht diese KI-Kunst. Was meine ich jetzt mit Eingabeparametern? Eingabeparameter kann alles möglich sein. In den meisten Fällen reden wir über Texteingaben. Das heißt, man gibt der KI oder dem KI-Modell irgendwelche Texteingaben und daraus werden irgendwelche audiovisuellen Ausgaben erzeugt. Das heißt, so ein Bild zum Beispiel. Das, was du hier auf der linken Seite siehst, das ist zum Beispiel so eine Ausgabe aus einem, ja, so ein KI-Modell. Und da will ich auch direkt mal ansetzen. Ich will ein paar Beispiele zeigen für diese KI-Kunst, ja. Das ist das erste Beispiel, was ich erzeugt habe. Das ist Exploring Duck. Das ist, wie ich diese Ente bezeichne. Als Eingabewert haben wir zum Beispiel das hier. Duck is exploring the world, trending on Art Station. Das ist deswegen auf Englisch, weil mein KI-Modell hier auf Englisch trainiert wurde. Das heißt, so wie das KI-Modell halt trainiert ist, ist dort, so sind auch die Eingabewerte. Und die gleichen Eingabewerte können unterschiedliche Ergebnisse haben. Das ist jetzt bei Disco Diffusion der Fall. Das heißt, dieses Bild und das vorherige Bild, das hatte dieselbe, exakt selbe Eingabe und hatte unterschiedliche Ergebnisse. Das ist ebenfalls so eine Exploring Duck, die mit den exakt selben Werten erzeugt wurde. Ich habe hier ein Beispiel 2. Das ist der Leuchtturm und das ist das, mit dem Disco Diffusion standardmäßig geliefert wird. Also wenn du Disco Diffusion das erste Mal startest, dann wirst du diesen Eingabewert finden. A beautiful painting of a singular lighthouse, shining its light across a tumultuous sea of blood by Greg Rutowski and Thomas Kincaid, trending on Art Station. And als zweiten Parameter Yellow Color Scheme. A beautiful painting, also das ist in diesem Ölgemälde-Design, of a shining lighthouse, also ein Leuchtturm, Tumultuous Sea of Blood, das Meer hat diese rötliche Farbe und da sind zwei Namen erwähnt von Künstlern und dieses Kunstwerk entspricht dann auch dem Style, in dem diese Künstler erwähnt werden. Man kann auch so Color Schemes auswählen, das kann man einfach so angeben in der natürlichen Sprache, Yellow Color Scheme. Das gleiche Leuchtturm, also die gleichen Eingabeparameter haben auch dieses Bild erzeugt. Man sieht, das ist sehr viel unterschiedlicher, obwohl man erkennt Gemeinsamkeiten, aber auch sehr starke Unterschiede. Ein drittes Beispiel sind die Kirschblüten. Das habe ich wieder erzeugt. Japanese Cherry Blossom in Dystopian City, trending on Art Station. Man sieht hier Kirschblüten sehr gut und im Hintergrund ist eine dunkle, dystopische Stadt. Eine sehr kreative Kombination beider Elemente. Die gleichen Eingabeparameter wurden auch für dieses Bild verwendet. Auch hier sieht man Gemeinsamkeiten, aber auch deutliche Unterschiede. So, im vierten Beispiel haben wir diese Felder. Wir sehen hier eine sehr schöne Landschaft. Folgende Parameter wurden verwendet. Blue Sky, man sieht den blauen Himmel. With contrails and view of a cornfield, ein Getreidefeld. With a beautiful forest like Ghibli Studio. Das ist vielleicht auch so im Ghibli Anime Design. Und everything in style of Afremov. Das heißt, es entspricht auch dem Style dieses Künstlers Afremov.
Die gleichen Eingabeparameter wurden auch für dieses Bild verwendet und man erkennt hier auch Gemeinsamkeiten, aber auch deutliche Unterschiede. Und was ich eigentlich damit zeigen wollte, ist, die gleichen Eingabeparameter können bei KI-Kunst sehr starke unterschiedliche Ergebnisse hervorrufen. Jedes Ergebnis ist unique, das heißt eindeutig und unterscheidet sich von den anderen Ergebnissen. Das heißt, wenn du später zum Beispiel diese Parameter verwendest, um deine KI-Kunst zu erzeugen, dann wirst du vermutlich ganz andere Ergebnisse haben, als ich sie hier habe. Und das ist auch das Spannende an der ganzen Sache. Wir kommen nun zum nächsten Thema. Wir schauen uns mal an, was Disco Diffusion überhaupt ist. Was ist das überhaupt? Das ist unsere Anwendung, mit der wir die KI-Kunst erzeugen können. Dafür wechsle ich als erstes mal auf dem Browser. So, und jetzt kommt nämlich eine kleine ungewöhnliche Sache. Disco Diffusion ist keine Anwendung, die man einfach herunterladen kann und installieren kann. Es gibt also nicht so eine Executable-Datei, die man einfach anklicken kann, installiert und dann funktioniert das. So ist es nicht. Wir haben bei Disco Diffusion tatsächlich so ein GitHub-Repo, in dem ist der ganze Code gehostet. Ja. Und hier ist eine kleine Beschreibung. Was ist Disco Diffusion überhaupt? Wie ist die Eigenbeschreibung? A Frankensteinian Amalgamation of Notebooks, Models, Techniques for the Generation of AI Art and Animations. Was heißt das auf Deutsch gesagt? Das ist eine Sammlung von Jupyter Notebooks, also Notebooks, damit ist Jupyter Notebooks gemeint, Models, damit sind KI-Modelle gemeint, und Tools oder Techniken, um KI-Kunst und Animation zu erzeugen. Jupyter Notebook ist ursprünglich, also das sieht man auch hier bei den Languages, das ist ursprünglich ein Tool, um Data Science, das heißt Datenanalysen zu betreiben. In diesem Fall wurde dieses Tool verwendet, um einfach die KI-Kunst zu erzeugen, um ein paar Eingabemöglichkeiten zu ermöglichen und so weiter. Das klingt jetzt alles vielleicht erstmal kompliziert, aber die eigentliche Benutzung ist relativ einfach. Bevor ich hier weiter durchmache, will ich ein bisschen so die Theorie besprechen. Also hier steht auch, es werden Modelle verwendet und Disco Diffusion, das erzeugt nicht selber die Modelle, sondern es verwendet bereits vorhandene Modelle. Und da möchte ich auch habe ich vielleicht in meinem Blog-Eintrag ein paar weiterführende Artikel, falls es dich interessiert, da habe ich auch weitere Sachen verlinkt. Falls du nur daran interessiert bist, KI-Kunst zu erzeugen, kannst du alle bisherigen Kapitel überspringen und auch direkt hier durchstarten. So, wir werden jetzt KI-Kunst gemeinsam erzeugen. Das geht auch ganz einfach. Als erstes wechseln wir wieder zum Browser. Ich habe für dich in der Videobeschreibung einen Link mitgegeben. Wenn du diesen Link anklickst, kommst du auf dieses Notebook hier. Das ist im Grunde das gleiche Notebook, was wir auch im GitHub Repository gesehen haben. Hier können wir es tatsächlich ausführen. Wenn du hier auf die linke Seite klickst, dann öffnet sich diese Navigation mit dem Inhalt des Notebooks. Und für uns wichtig zum Generieren der 3D-Kunst ist dieser Teil, die Prompts. Hier bei den Prompts kannst du als erstes mal diese eine Zeile 100 auskommentieren. Auskommentieren heißt, dass es einfach nicht ausgeführt wird. Das heißt, wir fügen hier einfach mal so ein Hashtag hinzu. Was wir noch machen können, ist, wir können den Inhalt aus diesem Text hier umändern. Das ist genau der Text, der später in Kunst umgewandelt wird. Ich möchte jetzt wieder beispielsweise meine Ente generieren. Dann kann ich hier einfach mein Text eingeben, mein Eingabeparameter. Bei mir war es Duck is exploring the world, trending on ArtStation. Und wenn ich das so eingebe, bin ich im Grunde fast schon fertig. Nämlich, das war es im Grunde auch. Was wir dann noch machen müssen, ist, dass wir hier auf Laufzeit klicken und alle ausführen. Ich habe vielleicht vergessen zu erwähnen, man muss auf Google das ist in Google Colab, man muss hier bei Google eingeloggt sein. Und genau, dann kommt diese Meldung. Das ist nur eine Warnung, aber macht nichts. Wir können es trotzdem ausführen. Erweiterter RAM ist erforderlich. Wenn wir nicht für Colab Pro bezahlen, dann
ist es automatisch free, das heißt, es kostet einfach kein Geld. Falls man mehr Leistung braucht, zum Beispiel für Videos später, ja, dann kann man hier natürlich CoLab Pro kaufen, aber für einfache Bilder ist das nicht erforderlich. Ich klicke hier auf OK und jetzt läuft die Anwendung. Hier oben ist der Status sichtbar, wird verbunden, Initialisierung verbunden und jetzt wurde auch für diese Anwendung RAM und Ressourcen freigegeben. Und jetzt kommt diese Anfrage, zulassen, dass dieses Notebook auf Ihre Google Drive Dateien zugreifen kann. Dieses Notebook erzeugt ja diese KI-Kunst und das muss ja irgendwo gespeichert werden. In diesem Fall wird es standardmäßig in Google Drive gespeichert und das ist in Ordnung. Da kann man das einfach die Verbindung herstellen, Verbindung zu Google Drive herstellen. Du kannst dich dann hier vermutlich einloggen. Ich wähle meinen Account aus und klicke auf Zulassen. Und jetzt warte ich ein bisschen. So, meine Anwendung ist auch etwas weiter vorangeschritten. Das ist jetzt in diesem vierten Schritt angekommen. Das ist der wichtigste Schritt. Und wenn wir hier etwas weiter runterscrollen, ich gehe mal dahin. So, und wenn wir hier runterscrollen und uns das anschauen, dann sehen wir hier auch eine Bilddatei. Anzahl der Batches 0 bis 50. Wenn wir das nicht anhalten, ja, dann generiert er einfach 50 Bilder hintereinander. Und hier hinten sehen wir den Status von diesem aktuellen Bild. Genau, es werden 240 Schritte durchgeführt, Iterationen durchgeführt. Und hier ist auch eine Schätzungszeit. Für dieses Bild werden jetzt 15 Minuten beansprucht. Und ich melde mich auch in 15 Minuten wieder zurück. So, 15 Minuten später ist das Bild auch abgeschlossen. Hier sehe ich es gerade und es wechselt auch direkt zum nächsten Bild über. So, und das erste generierte Bild verschwindet von hier, weil das neue jetzt generiert wird. Hier oben sehen wir auch die Batches. Wir sind jetzt im zweiten Batch sozusagen. Wir können das einfach hier im Hintergrund in einem Tab weiterlaufen lassen. Wenn wir diesen Tab schließen, dann stoppt die Anwendung. Dann muss man halt den ganzen Prozess nochmal neu machen. Aber wenn wir es nicht schließen, dann läuft das einfach im Hintergrund weiter. Jetzt gehe ich mal in meine Ablage, hier in Google Drive. Hier habe ich jetzt einen neuen Ordner, das ist dieser AI-Ordner. Ich klicke auf diesen AI-Ordner, da ist der Disco Diffusion Ordner. Und in diesem Ordner gibt es dieses Images Out. In diesem Images Out ist dieser Projektname, also man muss eine ganze Hierarchiestruktur runter rein. Und hier ist auch das Bild zu finden. Das ist das eben generierte Bild aus diesem, die KI-Kunst, die mit diesen Parametern erzeugt wurde. Und damit bin ich eigentlich auch am Ende angekommen. Wir haben unsere KI-Kunst generiert und lasst uns mal schauen, was im Ausblick ist. Das Bild ist generiert. Du kannst es aus Google Drive herunterladen und weiterverteilen, irgendwo verwenden und beliebig nutzen. Jetzt ist die Frage, was ist überhaupt noch möglich? Disco Diffusion bietet auch eine Funktion, Videos zu erzeugen. Das heißt, du kannst eine Sequenz an Bildern angeben und da wird ein Video daraus erzeugt. Ich poste auch ein Beispiel von solch einem Video in der Beschreibung. Ein anderer YouTuber hat hier sehr gute Arbeit gemacht. Man kann auch VR-Inhalte erzeugen seit der neuesten Version. Auch sehr spannend. Da werde ich auch bald ein wenig Exploration durchführen. Das heißt, mal schauen, wie sieht das Ganze aus. Man kann Disco Diffusion auch auf dem eigenen Rechner laufen lassen. Falls man eine sehr starke Hardware hat, man braucht eine sehr gute GPU, eine Grafikkarte und relativ viel RAM auf der Grafikkarte, danach funktioniert das. Und damit bin ich am Ende angekommen. Ich bedanke mich herzlich für deine Aufmerksamkeit. Falls du weitere Fragen hast, Wünsche für weitere Inhalte hast, nutze gerne die Kommentarfunktion auf YouTube. Ich werde auch weitere Inhalte und Links in meinem Blog teilen. Falls du interessiert bist, wie das Ganze technisch funktioniert, dort wirst du auch
weitere Anleitungen finden. Ich wünsche dir viel Spaß beim Generieren von KI-Kunst und bis zum nächsten Mal.